Hallo Leute, da bin ich's wieder, euer WWE-Sammler 14 mit einem neuen Video. Wie ihr im Hintergrund und im Titel schon sehen könnt, geht es um ein Game-Unboxing, beziehungsweise zwei Game-Unboxings. Werden wir hier in dem Hintergrund noch ein paar andere Games sehen, die ich zurzeit zocke. Und ja, jetzt zeige ich euch erstmal, ja, das Spiel, denkt mal. Ja, genau. Ich zeige euch das Spiel. Und hier ist es auch schon. Call of Duty Ghost. Ja. Ich habe das Game seit gestern. Nur die beiden habe ich seit heute. Also, weil eins gehört meinem Bruder. Also das hier gehört meinem Bruder und das hier spiele ich auf der Xbox. Und mein Game ist in meiner PS3. Wo ich mir gestern geholt habe. Ja, genau. Da habe ich auch die Pre-Order Edition. Das sind die zwei ganz normalen Editions, die ich jetzt hier für euch unboxe. Und die Pre-Order Edition mit der Freefall Map, ja, habe ich in meiner PlayStation, beziehungsweise. Ja. Und auf jeden Fall haben wir hier den Kassenzettel, wo ich das Game gekauft habe. Beziehungsweise gerade vorher. Morgens 9:30 in Deutschland. Ja. Call of Duty, also es standen schon sehr viele an, am Laden und so weiter und so fort, war eigentlich sehr viel los. Und hier sehen wir es, 49 Euro für PlayStation 3 und für Xbox. Also das ist richtig genial, das war ein Eröffnungspreis von unserem Expert, also richtig cool, da ist es richtig abgegangen. Jeder hat, also ich glaube, dass die schon gar keins mehr haben, da waren schon so viele da, das war nicht mehr normal. Auf jeden Fall unboxe ich das jetzt mal, für beide Konsolen, für die Xbox und für die PlayStation. Wer für die Xbox oder PlayStation spielt, bitte melden, meine Gamertags kommen unten rein. Und auch bitte meinen Kumpel adden, sein Gamertag ist DarkZone100. Vielleicht kennt ihr ihn auch noch als der Shiny Garados Adrian. Hatte damals einen YouTube-Kanal auch, oder immer noch, weiß nicht, ob er den noch hat. Auf jeden Fall hatte das Spiel auch seit gestern und ja, zockt schon wie wild. Ich bin noch nicht dazu gekommen, ich habe erstmal WWE 14 durchgespielt, 100% Platin. Das war so schwer am Schluss noch. Aber auf jeden Fall, ich habe schon wieder viel zu viel lange geredet, ohne Witz. Also unboxen wir erstmal die Xbox-Version aus. Das Schlechteste kommt als erstes natürlich, das Beste zum Schluss. Ist ja sowieso immer dasselbe Game. Ja, also wie gesagt, wer es zockt, kann sich gerne bei mir melden. Ja, so, jetzt müssen wir hier gucken. Klump brauchen wir nicht mehr. So, hier ist es, Call of Duty Ghosts. Da haben wir ein 7 Tage Goldmitgliedschaft. Und hier die Infos zum Season Pass, was man sich runterladen kann, was alles dabei ist. Ja, mit 7 Euro Rabatt irgendwie. Keine Ahnung, was das ist. Und hier sehen wir noch die Werbung zu Destiny. Ja, cool. Sonst ist nichts drin, keine Beschreibung. Sehr geil. Ja. Und wir haben natürlich wieder eine Disk 1 Spielerdisk und eine Disk 2 Installationsdisk, was mich bei Xbox sehr stört. Ja, auf jeden Fall ist hier die Disk, Call of Duty Ghosts. Ich bin mal gespannt, wie es ist. 100% Uncut, mal gucken, ob das wirklich so ist. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Ja, hier steht hinten eine dramatisch verändernde Welt, ein einzigartiges Mehrspielerlebnis und ein völlig neuer Truppenmodus. Sehr schön. Ja, hier hinten ein paar Bildchen. Ja, die meistverkaufte First-Person-Action-Serie aller Zeiten. Tja, ist wohl so, wenn die das schreiben. Und, ja, dann stellen wir mal hier die Xbox-Version hier hinten irgendwo hin. Keine Ahnung.
hinter, was ist das für ein Game? Assassin's Creed. Und ihr bringt alles zusammen! Nein! Egal. Egal. Ich habe die Games gesehen. Da ist Battlefield 4 drin, Assassin's Creed und so weiter und so fort. Brauchen wir jetzt nicht. So, jetzt kommen wir zu Call of Duty Ghosts für die PS3. Das mein Bruder gehört. Ja. Was wirklich krass ist, ich habe es noch nicht gespielt, aber es liegt in meiner PS3 seit gestern Abend, das Game. Das ist richtig heftig, Leute. Weil ich gestern die ganze Nacht WoW gezockt habe und dann habe ich es noch reingetan. Dann bin ich aber schlafen gegangen irgendwie. Ich wollte es noch zocken, aber ich war so müde. Okay, hier ist es. Call of Duty Ghosts. Hinten steht ein dramatischer Veränderung der Welt, bla bla bla, was wir schon gesehen haben. Hier ein bis zwei Spieler und so fort. Weiter und so weiter und so fort. Ja. So, schau, da ist Sony weiter wie hier Xbox. Sony hat wenigstens eine Bedienungsanleitung dabei, ja. Ja, wirklich, immerhin. Das Handbuch ist ausführlich hier. Genau, das Handbuch im Spiel aufrufen. Passt, passt, passt. Alles schwarz-weiß beschrieben. Interessiert keinen. Und hier haben wir den Code, dass wenn man sich die PlayStation 4 kauft, was ich auch machen werde, denke ich, dass man dann das Game für 9,99 € upgraden kann und dann aus PlayStation 4 Disc hier ja, nehmen kann. Okay, okay, okay. Dann hätten wir auch wieder die Destiny-Werbung wie vorher. Alles gleich, Season Pass. Gut. Aber ich werde, wie gesagt, mit der PlayStation 3 Version anfangen. Hier die Disc. Hier die Disc, hier die Disc, hier die Disc. Ja. Okay. Ich bin, wie gesagt, gespannt auf diesen Alien-Modus da. Ich weiß gar nicht, wie der genau heißt. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mich anschreiben. Das war's dann auf jeden Fall von dem Video. Das gehen ja schon 7 Minuten, ist ja krass. Hier die Undertaker Wiener Edition von WWE 2K14. Okay, das war's dann auf jeden Fall von meinem Video. Wie gesagt, wer Battlefield spielt, Battlefield 4, WWE 2K14, FIFA 14, Beyond Two Souls, Assassin's Creed 4 oder GTA 5 oder wie gesagt dieses neue Call of Duty, bitte meldet euch mein Gamertag von Call of Xbox WWE Sammler 14 wie auf meinem Kanal, das ist leicht geschrieben und hier PS3 oder 13, das kommt aber alles unten rein und auch von meinem Kumpel Darkzone 100, den ich hiermit einen schönen Gruß ausrichte, der bestimmt schon sehr viel Spaß an dem Spiel hat oder auch nicht, ich weiß es nicht, da es schon sehr viele Hacks gibt, Prestige-Hacks und so weiter und so fort, aber das war's von mir wie gesagt und ich sage tschüss, bis dann und haut rein und viel Spaß beim Zocken.